Was geht ab, Community? Das hier ist Back bei uns da und damit herzlich willkommen zurück zu The Web of Gox and Oil. Ja, das letzte Mal haben wir noch nicht The Machine gemacht und ich würde mal sagen, wir gehen doch direkt mal ins Spiel hinein und kümmern uns um die restlichen Missionen, nämlich die greifen wir jetzt an. Ja, also ich würde sagen, wir gehen noch direkt mal in dort Rexter hinein. Mal gucken, was der so hat. Also eine Flashlight haben wir auf jeden Fall mit einer sehr limitierten Batterie. Also dürfen wir nicht einfach so umgehen, okay. Und man hört den Trickster im Raum umran. Aber es kann auch sein, dass der Tricks anwendet. Und es gibt auch Jack-in-the-Boxes, zwei Stück, die seine Sounds imitieren. Und daher soll man ein bisschen vorsichtig sein. Okay. Dann gucken wir doch mal. Ja, okay. Ja, da ist er. Okay. Heißt jetzt nicht irgendwie. Oh, wo ist er? Okay. Muss ein bisschen hier aufpassen. Wow. Habt ihr das gesehen, ey? Ich bin tot, oder? Nee, nee, nee. Der wird schneller. Habt ihr das gesehen? So, nur noch eine Minute aushalten. Ich glaube, das war noch rechtzeitig. Meine Güte. Ja, das war mir klar. In der letzten Minute. In der letzten Minute. Das kriegen wir mal hin. Okay. Alles klar. Immer wieder gucken. Nee, nee, nee. Das kriegen wir hin. Hoffe ich doch. Ist das jetzt schon. Du Arsch. Du Arsch, ey. Du willst abhauen. Meine Güte, ey. Das ist das Coolste bisher, das coolste Minispiel. Bisher. Das war knapp. Ich habe nur ungefähr die Hälfte. Glück gehabt. Sehr viel Glück gehabt sogar.
Diese verdammten Jack-in-the-Boxes, ey. Nein, du bekommst dich nicht. Da kannst du, zumindest nicht mit dem Ding, bekommst du dich nicht. Kannst du mal damit aufhören? Boah, ey. Du gehst mir echt auf den Keks. Also, ich war eigentlich auf ihn drauf, aber egal. Okay, ich probiere jetzt nochmal, allerdings mache ich jetzt noch keinen Kack. Eine Ewigkeit später. So, ich glaube, dann habe ich es geschafft. Ich glaube, ich habe es geschafft. Ja, ich habe es geschafft. Puh. Ich habe es geschafft, ey. Ich habe es geschafft. Der Trickster ist beendet. Puh. Meine Güte, ey. Jetzt kommt The Machine. Okay. Lockdown in the Machine. Die Masse. Also ich muss, während ich den Monitor auf habe, muss ich die Türen öffnen und dann die finale Tür hinter mir. Aber man muss immer ein Auge auf die Maschine lassen, weil sonst kommt sie näher. 4 Minuten und 30 Sekunden, so habe ich dafür Zeit zum Kommen. Okay. Okay, alles klar. Ah, okay, das ist die Maschine, also Baby sozusagen. Ich weiß jetzt eigentlich gar nicht, wie macht man das hier? Ah, okay. Also muss ich sozusagen das hier machen. Na komm. So, okay. Ich weiß jetzt ungefähr, wie man es machen muss. Okay. Immer wieder. Ja, das war doch. War doch gerade das erste, was angezeigt wurde. Ja, geht zurück, die Maschine. Geht zurück. Warum? Da war das erste, was angezeigt wurde. Ich habe es direkt gedrückt. Das ist manchmal ein bisschen. Bisschen komisch. Ich aber nicht hin. Erst was angezeigt wurde. Ja, oh Mann. So. Okay, die erste Tür ist offen. Gott, das ist ja wie ein Dschungelcamp hier. Zurück mit dir. Okay. Hoffentlich geht das jetzt hier. War oben. Es war oben. Komm, geh zurück. Das ist bestimmt, weil ich hätte das hier aufgedrückt, weil ich den Taser betätigt habe. Hätte ich nicht machen dürfen. Hätte ich nicht machen dürfen. Jetzt kriege ich die Tür deswegen nicht mehr auf. So, die zweite Tür ist offen. Wahrscheinlich mein Fluchtweg, denke ich mal. So. Alles klar. Das hier. Gehe ich nach Ben. Okay. Da werde ich nochmal neu machen müssen.
Will ich nochmal neu machen müssen. Das bringt nichts. Geh zurück. So. Nee, da gehe ich noch mehr hin. Eine Minute gehe ich noch mehr hin. Oh, besonders nett, wenn er zwischendurch switcht. So wie er gerade gemacht hat. So, wie die ganze Zeit am Switchen das, ey. Dann wollen wir mal wahr sein. Ich hab direkt nach oben gedrückt, auf einmal rechts. Ah. Nee, da krieg ich sowieso nicht mehr hin. Ja. Weißt du was? Krieg mich. Krieg mich ruhig. Ja, komm her. Mach den Jumpscare. Ich krieg da sowieso nicht mehr hin. Muss ich mir sowieso noch einen Showdown von dir und von den anderen. Hallo, Baby. So. So. Ich habe schon gedacht, ich müsste da drücken. So. Ich habe gerade nach unten gedrückt und dann. Egal. Da war auch wieder. Links wird angezeigt, links drücke ich schon und ist falsch. Hä? Das ist aber echt nicht witzig. So, die erste Tür ist offen. Weiter. Okay. Bisher geht es. So, die zweite Tür ist offen. Links. Ist nicht gerade einfach. Sonst, wenn das passiert. So, komm. Nach oben. Rechts. Unten. Könnte man noch hinkriegen. Dritte Tür offen. Rechts. Komm. Links. Mach ein bisschen schneller hier. Links, rechts, besser gesagt. Andere links. So. Nochmal rechts. Rechts. Links. Andere rechts. Vierte Tür ist offen. Rechts. Da muss ich ein bisschen abwarten, wenn dieses Wirt kommt. So, das hier. Mann. So. Jetzt kann ich die ganzen. Oh Mann, ey.
Geh weg, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. So, oh Gott sei Dank. Oh Gott sei Dank, ich hab's geschafft. Die zwei Dinge waren extrem, extrem, extrem stressig. Gehen wir noch in die Extras rein. Was haben wir denn hier noch? The Trickster, geiles Model. Corps, wow. Oh, The Demon. Sieht so ein bisschen aus wie ein Art. Und natürlich The Machine, was ja Nightmare Baby ist oder sowas. Environments. Aha. Geil. Ah, das sind so seine Babys, sind das, diese kleinen Helfer. Ja. Da habe ich einen, da hab ich einen richtigen Soundeffekt fast schon eingebaut. Das ist geil. Das ist geil. Konzeptart. Trickster Konzeptart. Painting. Das ist geil. Rejected Logo Design. Ah, der konnte auch mal sitzen. Das ist cool. Behind the Scenes. Abandoned Room Web. Work in Progress. Freezer Work in Progress. Basement Work in Progress. Horrifying Glitch. Ja, da er hier so im Fenster drin ist. Das ist Horrifying Glitch. Da er zweimal da ist. Das ist schon cool. Ist schon cool, ist schon cool. Auf jeden Fall. Aber macht auf jeden Fall Spaß, das Spiel. Kann ich nur empfehlen. Ich habe es ja in den Link gepackt, falls ihr es mal spielen wollt. Wie gesagt, in der Beschreibung ist der Link. Nicht nachfragen. In der Beschreibung ist der Link. Aber ja, ich würde jetzt einfach mal sagen, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es geupdatet wird, dann spiele ich es auf jeden Fall nochmal. Aber ja, bis dahin würde ich mal sagen, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann könnt ihr mir lieben gerne ein Abo da lassen. Daumen nach oben, teilt es bei Freunden, Bekannten. Dann sieht man sich beim nächsten Mal wieder. Bis dahin und tschüss.